Spüren Sie die Teuerungen? Also spüren tue ich es auf jeden Fall, ist mir von Anfang an aufgefallen. Aber beklagen tue ich mich im Moment nicht, weil ich finde, es wird für bessere Sachen, vielleicht für andere, die noch weniger haben, dass es für die bereitgestellt wird. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich eine gute Pension habe und hoffentlich über die Runden komme. Ich spüre das extrem, weil ich fahre auch jeden Tag 40 Kilometer zur Arbeit und dementsprechend versucht man natürlich jetzt öfter im Homeoffice zu arbeiten, ne, um die Kosten ein bisschen zu sparen. Tatsächlich lebe ich halt noch bei meiner Familie und dadurch spüre ich das jetzt noch nicht so sehr. Und dadurch, dass ich auch kein Auto fahre, kriege ich das halt auch mit den Benzinpreisen nicht ganz so stark mit. Aber man merkt es generell schon ein bisschen, aber für mich persönlich wirkt sie sich zum Glück noch nicht ganz so stark aus wie für meine Mitmenschen. Ja, leider ja. Ich habe gesehen, ist alles teuer und ist alles schwer, auch zum Leben, sag mal. Ja, ich bin Pensionist und ich habe ein bisschen Probleme, sag mal so. Mein Gott, was soll ich dazu sagen? Es ist halt so, die Inflation ist so. Wir haben Krieg in der Ukraine. Wir sind vom Gas abhängig, also ist so. Ich werde es nicht ändern können und ich glaube auch, die Politik wird nicht sehr viel tun können, ehrlicherweise. Wir werden uns einschränken müssen und vielleicht schauen, dass wir andere Energiequellen stärker forcieren. Wenn Sie einkaufen gehen, bei welchen Lebensmitteln spüren Sie das besonders, die Teuerung? Es ist so im Schnitt, zum Beispiel Eier ist mir jetzt aufgefallen, sind um fast 40 Cent teurer, also Sachen. Ich schaue schon immer sehr, aber ich weiß nicht, man kann schwer was sagen. Ja. Das ist, aber für Leute, die halt wirklich wenig haben, Mindestpensionen so, da verstehe ich schon. Ja. Nein, bei allem. Also der gesamte Einkauf ist ungefähr um 10 Euro teurer, als er in der Vorwoche war, sagen wir mal so. Spezielle Lebensmittel wie zum Beispiel Butter oder alles, was aus Weizenprodukten besteht, ne? Vollkornflocken, Nudeln, Reis, sowas alles. Lebensmittel, ich liebe nicht zu sparen. Vielleicht ein bisschen weniger essen, aber ich will nicht so schlechte Qualität essen. Es ist ja so, trotzdem steigen ja die Energiekosten. Selbst, also vielleicht haben Sie das schon auch gespürt. Nein, sicher, die Energiekosten, ist schon die Voraussetzung. Berechnung ist schon um 100 Euro teurer bei der Heizung, also pro, alle zwei Monate bezahlen. Aber es ist im Moment, glaube ich, es gibt keine andere Möglichkeit, von woher nehmen, wenn es nicht da ist, das Geld. Zuerst die Pandemie und dann der Krieg und das ist dann lange nicht vorbei. Wir sollten vielleicht ein bisschen abwarten und dann weiter. Grundsätzlich war es so, dass von unserem Energieanbieter schon ein höherer Grundpreis angegeben wurde. Und auf Nachfrage haben sie gemeint, dass es dann eben nicht so hohe Nachzahlungen geben wird, was mir heute halt wieder entgegenkommt, wenn ich nachher nichts nachzahlen muss oder nur weniger. Wie denken Sie, wird sich das weiterentwickeln, wenn der Ukraine-Krieg noch weiter oder weiterhin andauern wird? Das ist schwer zu sagen, weil darüber, was wirklich kommt, wir haben sowas noch nicht erlebt und werden es vielleicht doch nicht erleben, aber man weiß es nicht. Wie wird es sich auswirken? Es kommt natürlich immer darauf an, wie resistent die verschiedenen Länder reagieren. Ich glaube so ein bisschen, ich komme ja aus Deutschland. Ich glaube, Deutschland hat so ein bisschen Angst vor Putin und beteiligt sich nicht so richtig stringent an den Sanktionen. Aber ich denke mal, 2-3 Monate richtig scharf Sanktionen walten lassen, dann vielleicht mal ein bisschen alle zusammenhalten, dann würde das, glaube ich, gehen. Ne? Der Putin, der spürt die Folge noch nicht sehr genug. Ne? Also man müsste eigentlich noch stärker gegen ihn vorgehen.